Okay, ja, hallo. Ihr seid hier in der Freien Uni Bamberg, falls ihr es noch nicht wusstet, wo wöchentlich oder auch mehrmals in der Woche Vorträge stattfinden. Und heute bin ich dran. Ich bin Benedikt. Ich habe hier schon vor einem Jahr oder so einen Vortrag zum Tatort gehalten. Und nachdem ich nicht nur die ganze Zeit Fernseh schaue, sondern auch manchmal spiele, halte ich heute einen über Gamification. Was das überhaupt soll und was das alles macht. Also mein Vortrag ist ungefähr so aufgegliedert, dass ich euch mal erstmal erkläre, was dieser Begriff soll und was da so dahinter steckt. Der Hauptteil wird sein, dass ich auf dieses Buch hier eingehe, zu dem ich dann später noch was sage. Und am Ende versuche, das zu kritisieren und zu schauen, was man quasi dagegen machen kann, gegen diese Gamification, weil so viel sei gesagt, so toll ist das alles nicht. Gamification ist, wie das Wort schon sagt, Ification am Ende, ein Prozess, und zwar einer, in dem irgendetwas, das vorher kein Spiel war, zu einem Spiel gemacht wird. Also alltägliche Dinge sollen zu einem Spiel gemacht werden. Spielt ein bisschen mit, so mit diese Trennung von Ernst und Spiel, die man immer so aufmacht, wobei die auch nicht so ganz gerechtfertigt ist, weil es gibt ja auch Spiele, die dann durchaus Leute sehr ernst nehmen und so. Aber es geht eben darum, dass Sachen, die vorher nicht als Spiel wahrgenommen wurden, quasi zu einem gemacht werden. Die Motivation dahinter, das zu machen, weil was soll das überhaupt? Ich brauche ja nicht alles irgendwie als Spiel haben, ist einfach die, dass Spiele Leute sehr motivieren zu spielen. Also wir spielen gerne und Spiele Leute sehr einbinden in ihre Spielwelt. Und diese Motiviertheit und Eingebundenheit, die wir in Spielen erfahren, die wollen die Vertreterinnen der Gamification nutzen quasi. Also mal ein Beispiel, es ist so, dass bei Computerspielerinnen gibt es sehr gute Statistiken, wie lange die zum Beispiel spielen. Und im Durchschnitt spielen Computerspielerinnen so 20 Stunden die Woche. Wenn es extrem wird, auch mal 45 Stunden die Woche, da bleibt dann auch nicht mehr viel Zeit für anderes, wenn man ihnen jetzt mal unterstellt, dass sie irgendwie noch arbeiten gehen oder so anderes Zeug machen. Und das sind auf jeden Fall schon mal 20 Stunden im Durchschnitt, die da irgendwie genutzt werden sollen quasi. Also aus dieser reinen Freizeitaktivität quasi was Produktives mehr oder weniger zu machen, ist oft die Intention. Und was natürlich auch genutzt werden soll, ist, dass man könnte ja auch gucken, wie lange schauen Leute Fernsehen, und könnte man nicht die Zeit nutzen, was. Da gibt es vielleicht Forderungen, aber da gibt es jetzt, es gibt jetzt kein Programm, das dann alles in eine Fernsehshow verwandeln will, damit die Leute nicht mehr Fernsehen, sondern sich daran beteiligen. Das liegt einfach daran, dass so Sachen wie Fernsehen, Kino eben um einiges passiver sind als Spiele. In Spielen ist man aktiv, man muss immer irgendwas machen, man ist auch teilweise richtig angestrengt, man löst Rätsel, man muss strategisch denken, man braucht Geschicklichkeit. Und diese Aktivität soll eben genutzt werden. Außerdem soll genutzt werden, dass wir freiwillig spielen. Man kann im Spiel regelrecht aufgehen, also man kann anfangen, ein Spiel zu spielen, und wenn man aufhört, merkt man auf einmal, dass ein paar Stunden rum sind. Wir spielen gerne und es macht auch Spaß. Dann tun wir das ja freiwillig. Wenn es keinen Spaß machen würde, würde das ja keiner freiwillig tun. Und sie sprechen da zum Beispiel vom positiven Stress, den wir erfahren. Und Gamification will jetzt quasi mit Techniken aus dem Spieldesign diese Sachen für sich nutzen, also die Zeit und diese Eingebundenheit. Die Leute, die sich sehr hervortun bei Gamification und die das fordern oder eben betreiben möchten, stammen zu einem sehr großen Teil aus der Werbung, aus Lehre und Erziehung und natürlich auch im Bereich der Arbeit.
wo es dann um sowas geht wie Mitarbeitermotivation und auch Motivation von unbezahlter, früher hat man gesagt, ehrenamtlicher Arbeit. Und auch eine Sache, die Gamification betreibt, ist, dass das auch diese Trennung zwischen Lohnarbeit und unbezahlter Arbeit zunehmend verschwimmt, weil wenn eine Sache dann irgendwann so sehr ein Spiel ist, dass ich das völlig freiwillig mache, dann brauche ich auch niemanden mehr dafür bezahlen, das zu machen. Und ziemlich viele Bücher über Gamification sind halt wirklich auch auf dem Mist quasi von Marketing-Experten und Personalern irgendwie gewachsen. Und man muss da nicht alle lesen. Es gibt einen ganzen Schwall davon. Quasi. Das ist so ein bisschen ein neues In-Thema, würde ich sagen, in dem Bereich. Und sehr viele sind auch wahnsinnig stumpf in der Beziehung, dass sie sehr offen sind darüber, dass Spiele für sie nur Mittel zum Zweck sind, um Leuten halt entweder ihre Produkte zu kaufen oder sie länger arbeiten zu lassen für weniger Geld. Und sie haben auch wenig Einblick darin, was jetzt an Spielen eigentlich das Interessante ist und betrachten das alles sehr oberflächlich. Zum Beispiel ist eine der Sachen, die immer gern als so ein Standardbeispiel dann für Gamification angepriesen wird, allen möglichen Kram mit Badges, also mit Abzeichen quasi zu versehen, was es in vielen Computerspielen gibt, wo dann zum Beispiel kommt, wenn man jetzt irgendein Spiel, welches ist egal, eine Zeit lang gespielt hat oder ein Level geschafft hat oder irgendwas darin erreicht hat, dass man einfach einen Badge bekommt, was einfach nur ein kleines Bildchen ist, das man dann sammelt, zum Beispiel auch in seinem Nutzerprofil, wenn man auf so einer Spielerseite angemeldet ist und das einem dann sagt, hey, du hast dir das geschafft, du hast hier quasi eine Auszeichnung bekommen, um irgendeinen Erfolgspunkt quasi nochmal bestätigt zu haben. Und das ist quasi so das Langweiligste, was es an Spielen irgendwie geben kann, einfach nur Spiele zu spielen, um solche Badges zu kriegen. Es gibt auch sehr viele Spiele, die das dann wieder parodieren, die einfach nur noch darauf sind, einem für jeden Mist quasi, den man macht, einen Badge zu geben. Einfach damit man dann ganz viele hat, weil das ist eigentlich das ganze Ding dahinter, viele Badges zu haben. Und in so einem Ding, wenn es nach den Leuten geht, die diese Bücher schreiben, ersetzen solche Badges dann so alte Belohnungssysteme wie Gehaltserhöhungen. Und es geht dann eben nicht mehr irgendwie darum, in dieser Arbeitswelt irgendwie in der Hierarchie aufzusteigen, dadurch mehr Geld zu bekommen, sich Statussymbole leisten zu können und so weiter, sondern diese Achievements oder Badges, die sollen dann selbst das Statussymbol sein, letztendlich. Aber das ist so stumpf und das wird auch nicht klappen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Leute genauso, wie sie jetzt arbeiten, weiterarbeiten werden, wenn es nur noch digitale Bildchen irgendwie geben wird, die sie ihren Freunden zeigen können, um zu zeigen, wie toll sie sind quasi. Also das ist einfach plemplem. Xbox, PlayStation und so weiter funktioniert es ja sehr gut. Also da gibt es ja Im auch. Spiel, ja. Ja, schon. Es gibt auch eine Variante von solchen Achievements, die ich schon wieder ein bisschen interessant finde. Zum Beispiel, wenn sie neue Regeln mit einführen, wenn man jetzt ein Spiel, das man schon ganz lange durchgespielt hat und so weiter, jetzt nochmal neu irgendwie spielen will, dann ist es in manchen so, dass die dann Badges vergeben dafür, dass man sich quasi eine Extra-Regel schafft, dass man jetzt, was weiß ich, irgendein Spiel spielt und nur eine Maustaste benutzt. Irgendein relativ albernes Zeug. Sowas ist für das Spiel selber schon interessant. Ansonsten ist das halt nur so Show-off von, was habe ich erreicht. Aber Ja, aber ich das. meine, das ist ja, ein dicker Benz ist ja im Prinzip auch ein Statussymbol, was zeigen soll, okay, dass man was erreicht hat.
Ja, aber es hat auch damit zu tun, dass man materiell was erreicht hat und nicht nur, dass man viel gearbeitet hat oder so. Und mehr würde, wenn man das auf die Arbeitswelt überträgt, so eine Gamification in Batches, würde dann so, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Also zumindest Ja, nicht das ist auch ganz komisch dauerhaft. Also. konzipiert. Da gab es auch so Held der Arbeit und was weiß ich was. Und die alle. Ja, ich weiß nicht, ob das die Leute jetzt so angehalten hat, da zu arbeiten, aber klar, das ist ein schönes Beispiel. Das ist quasi Ja, doch, klar. Gamification vor Das war nicht 30 so, Jahren schon. das hat natürlich bei allen gezogen, aber glaube ich, wird schon unterschätzt, Ja. wie sowas auch wirklich funktionieren kann. Das heißt, zum Beispiel mein Dad hat damals auch in Sibirien in der Baumregale gearbeitet und die Hälfte seines Gehalts eben in den Friedensfonds gespendet. Da fand er ja die Idee irgendwie gut, vermutlich. Und hier geht es einfach darum, dass über eine ganz normale Struktur, die ich heute habe, das einfach quasi draufgepfropft wird. Also ich sage jetzt nicht mal, oh, heute hast du aber schön gearbeitet, sondern ich gebe dir einen Badge dafür. Das ist eigentlich das Dann Ganze, hast du was ja die darunter was verstehen. wesentlich Materielles noch in der Hand, als wenn dir nur auf die Schulter geklopft wird. Dann hast du nämlich auch was du anderen zeigen kannst und sagen kannst, hier, ich habe voll gut gearbeitet. Ja, für so die kleine Motivation, die so ein Chef jeden Tag irgendwie macht, wird das schon irgendwie gehen. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, dass ich diese Bücher von den Werbern und Personalchefs nicht so interessant finde, weil ihnen fehlt irgendwie der Einblick in das, was Spiele eigentlich machen. Und darum werde ich mich auch hauptsächlich auf dieses Buch hier beziehen, das von Jane McGonigal ist, von der Game Designerin. Und Game Designer sind Leute, die habe ich jetzt quasi am Anfang weggelassen, die natürlich auch ein Interesse haben, Gamification zu betreiben, weil da wird ihr Job irgendwie auch wichtiger, wenn es jetzt nicht mehr nur Spiele machen, um Spiele zu machen, sondern wenn sie Spiele machen, die in der Realität irgendwie verankert sind, in der Wirtschaft. Und hier Jane McGonigal will mit Spielen nicht weniger als die Welt zu retten. Genau. Vielleicht zu dem Punkt vorher noch. Es gibt einen Kritiker auch aus dem Game Designer Lager, Ian Bogost heißt der, der einfach mal einen Text geschrieben hat, Gamification is Bullshit. Und aus dem habe ich auch für die Ankündigung hier das Wort Exploitationware entnommen, das er quasi benutzt, um so eine schlecht gemachte Gamification zu beschreiben, wo quasi so die Äußerlichkeiten von Spielen, also wie das aussieht und wie sich so ein Spiel nicht anfühlt, sondern eher wie es aussieht und wie es auf der obersten Designebene quasi funktioniert. Wenn das über ganz normale Sachen drüber gestülpt wird, mit dem Hintergrund, die Leute zum Beispiel länger arbeiten zu lassen oder kostenloser arbeiten zu lassen. Aber ich will die Sache jetzt erstmal ausklammern, weil das Interessante an diesem Buch ist, dass diese Jane McGonigal eben nicht aus so einem Kontext von Werbung und Personalmanagement irgendwie stammt, sondern dass sie so eine Art, ja, Weltverbessererin ist, die quasi anstrebt, dass mit Gamification die Welt komplett geändert und auch verbessert wird. Der Untertitel von dem Buch ist Why Games Make Us Better and How They Can Change the World. Da ist natürlich auch so ein bisschen die Kontinuität drin, die jetzt von dem Personaler vielleicht irgendwie auch gefordert werden würde, nämlich, dass man sich selbst verbessert. Aber es ist eigentlich ihre Intention, da jetzt irgendwie Profit aus den Leuten rauszuschlagen, sondern sie sieht das als ein Werkzeug, um die Welt
besser zu machen. Das Buch ist so geschrieben, dass es einen ziemlichen Spannungsbogen aufbaut. Also so, es fängt an mit sehr kleinen Sachen von Gamification, zum Beispiel, wie man seine WG sauber halten kann mit einem Gamification-Spiel, das sich Chore Wars nennt, wo Leute dann einen Charakter annehmen, wie in einem Fantasy-Spiel quasi, und sie sind dann irgendwie, was weiß ich, was ist man im Fantasy-Spiel, Ritter oder Monster oder sonst irgendwas, und sich gegenseitig Aufgaben stellen, wo denn jetzt zu putzen wäre oder so. Und wenn jemand dann diese Aufgaben erfüllt, bekommt er Punkte dafür und die Leute können dann ihre Punkte vergleichen und alles ist in dieser Story drin und sie sind jetzt quasi nicht mehr einfache Studis oder sonst irgendwas, die ihre WG-Küche sauber machen, sondern sie sind auf einer großen Abenteuerreise und machen trotzdem ihre WG-Küche sauber. Aber das ist quasi so das, womit sie anfängt als kleines Ding und am Ende kommt dann die Welt zu retten. Ja. Das funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ich. irgendeiner sagt, ich plane jetzt mal eben hier die Küche. Laut ihr, sämtliche Beispiele, die sie sagt, funktionieren natürlich. Laut ihr. Aber ich habe das selbst auch noch nicht ausprobiert. Ich habe auch noch niemand getroffen, der mir irgendwie gesagt hätte, er hätte das ausprobiert und er wäre total begeistert oder sie. Aber nachdem ich euch das jetzt erzählt habe, könnt ihr das ja einfach mal machen und mir dann hinterher berichten, was da so rausgekommen ist. Es ist jetzt auch nicht irgendwie so ganz trocken wissenschaftlich irgendwie geschrieben, wie vielleicht manche von den Personalsachen sind, die dann einfach irgendwelche Zahlen aufzählen, sondern sehr viel ist anekdotenhaft und persönlich gehalten, was ja auch okay ist. Zum Beispiel eine Sache, die relativ zentral ist, ist, dass sie erzählt, sich selbst von einer Depression geheilt zu haben mit einem Gamification-System, das sie sich ausgedacht hat. Es war nämlich so, dass sie sich bei einem dummen Haushaltsunfall schwer in den Kopf gestoßen hat und dann irgendwie Blutgerinnsel oder irgendwas im Hirn hatte, sodass ihr verboten war, sich irgendwie geistig anzustrengen, was für eine Akademikerin vielleicht nicht so angenehm ist, wenn man die ganze Zeit Bücher liest oder zumindest Computerspiele spielt, was sie dann auch nicht machen durfte. Und sie musste eigentlich die ganze Zeit rumsitzen und wurde dadurch dann depressiv, weil sie nichts machen konnte. Und weil sie depressiv war, hat sich die Krankheit dann verlängert, weil ihr Arzt hat wohl gemeint, dass es ist gut, nicht depressiv zu sein in so einem Fall. Und sie hat sich dann ein Spiel ausgedacht, in dem sie Freunde rekrutiert hat quasi, die dann auch so ähnlich wie in diesen Chore Wars dann eine andere Identität annehmen. Ich glaube, sie waren dann halt nicht irgendwie Fantasy-Helden, sondern irgendwie Superhelden. Und die ihren sich quasi auch Punkte verdienen konnten, indem sie sie durch einfache kleine Sachen aufgemuntert haben und sie konnte sich selbst Punkte irgendwie geben, indem sie dann doch mal kleine Sachen gemacht hat, soweit das ging. Und sie meint, das hat ihre Gesundung sehr, sehr unterstützt quasi. Und das ist noch so eine kleinere Gamification-Sache, die jetzt aber schon ein bisschen ernster ist, irgendwie als die Küche zu retten. Es liest sich auch ein bisschen wie so ein Ratgeber und wird auch so promoted. Hier oben haben sie so einen Sticker drauf gemacht: Includes Practical Advice for Gamers. Es gibt dann ganz, ganz hinten im Buch 5 Seiten unter der Überschrift Practical Advice for Gamers, wo dann irgendwie so triviales Zeug drin steht, wie ja, irgendwie länger als 20 Stunden in der Woche zu spielen könnte vielleicht schlecht sein und es ist vielleicht auch besser, wenn man mit Leuten zusammenspielt und nicht nur alleine. Also hauptsächlich geht es schon darum, ihre Vision, wie Gamification die Welt retten soll, zu verkaufen. Ja, und der Haupttitel ist eben Reality is Broken. Was meinst du damit? Also die Realität ist kaputt, der Alltag und die Arbeit ist langweilig und es gibt auch so
globale Probleme, Umweltverschmutzung, Armut, Krankheit, Hunger und so weiter. Und diese Kaputtheit, die soll jetzt eben die Gamification wieder retten können. Sie ist eine wahnsinnige Optimistin. Sie sagt quasi, alles kann Gamification richten, mehr oder weniger. Manchmal schränkt sie so ein bisschen ein, sagt, ja, es wird jetzt nicht sofort den Erfolg irgendwie zeigen, aber das ist der richtige Weg und so weiter und wir müssen das nur weiter ausprobieren. Das ist auch eine Sache, die wieder Ian Bogost, der eigentlich ein Freund von ihr ist, kritisiert hat in dem Text, den er dann als Antwort drauf geschrieben hat, Reality is alright, wo er sagt, ja, ist schon toll, dass sie jetzt irgendwie versucht, Gamification mal ein bisschen größer zu denken, als dass diese Marketing-Leute machen. Aber er ist nicht so optimistisch und er findet das okay, so dass die Realität irgendwie nicht so utopisch schön ist und nicht alles total super ist und so. Und das wird auch so bleiben und er kann halt nur ihren Optimismus da irgendwie nicht teilen, sagt er. Sie haben auch zusammen mal ein Spiel gemacht, das ich mal kurz nenne, das hieß Cruel to be Kind. Und das war ein Alternative Reality Game, das man quasi täglich auf der Straße spielt, wo man auch nichts dafür braucht, um das spielen zu können. Und es ist so, dass alle Leute so eine Art Agent sind, oder sie sind Agenten und Agentinnen. Und sie können sich auch in Teams zusammenschließen, müssen das aber nicht. Und um andere Agenten zu töten oder ein Attentat auf die zu verüben, müssen sie freundlich sein. Das heißt, wenn jetzt Vincent hier vorne zum Beispiel mitspielt und ich sage, Mensch, heute siehst du gut aus, dann habe ich ihn damit getroffen. Der Witz bei dem Spiel ist natürlich, dass man dann zu allen Leuten irgendwie freundlich sein muss, um da irgendwie mal einen Treffer zu landen und dann auch zu den Leuten freundlich ist, die gar nicht wissen, dass es dieses Spiel gibt und so. Und das soll zum Beispiel auch so eine, also Ian Bogost hat das wahrscheinlich eher gemacht, weil er das halt irgendwie lustig fand und das halt ganz interessant fand und kann ja nichts schaden, irgendwie freundlich zu Leuten zu sein. Bei Jane McGonigal in dem Buch wird das jetzt wieder zu einem super Beispiel, wie Gamification das Alltagsleben verbessert. Das heißt cruel to be kind? Genau, cruel to be kind, weil man trifft ja seinen Gegner mit Freundlichkeit und das. In dem Buch, ich habe es auch irgendwie als PDF zu Hause und da kann man so Amateur-Statistik-Tools irgendwie benutzen, beziehungsweise einfach eine Suche. Es kommt auf den 350 Seiten irgendwie 250 Mal das Wort better in allen möglichen Varianten, make better, get better, become better, was weiß ich, und 80 Mal improve vor. Also das ist quasi so, auf jeder Seite steht irgendwann mal, dass irgendwas besser wird, dass irgendwas verbessert wird. Und das ist so der Faden, der durchs Buch geht. Alles wird besser. Und was ich als Titel genommen habe, Level Up, was in einem Spiel eigentlich so die Belohnung ist, wenn man jetzt von so einem alten Gameboy-Spiel, sage ich mal, ausgeht, wo man am Ende dann ein Level geschafft hat und damit belohnt wird, ein nächstes Level spielen zu dürfen. Das wird bei so einer Gamification dann irgendwie auch zu einer Forderung. Also mit Ausrufezeichen hinten. Also wertgefälligst besser. Und nicht nur schön, du darfst jetzt weiterspielen. Sie schlägt dann 14 Fixes, also sinngemäß irgendwie Reparaturen irgendwie vor, die Realität wieder ganz machen sollen und diese eben aus Spielen entnimmt. Und dazu
werde ich jetzt mal das Hauptsächliche erzählen. Der Fix Nummer 1 ist, unnötige Hindernisse in Dinge einzubauen. Sie sagt, die Realität ist zu einfach. Wir spielen deswegen, weil wir da eine Herausforderung haben, die vielleicht an sich irgendwie blöd ist. Was weiß ich, bei Schach darf ich nicht alle Figuren in jede Richtung bewegen. Und das ist quasi ein Element von Spielen, das ganz zentral ist, dass man nicht alles darf. Und sowas sollte man eben auch in die Realität einbauen, zum Beispiel. Ja, aber sie meint das jetzt nicht so, man muss jetzt irgendwie Gesetze erlassen, was irgendwie verboten ist oder so, sondern man muss irgendwie relativ alberne Hindernisse einbauen, wie zum Beispiel in diesem Cruel to be Kind ist es ja ein Hindernis, dass ich nicht weiß, wer mein Gegner ist. Und das soll dann eben den Effekt machen. Der zweite Fix ist, dass extrem positive Emotionen aktiviert werden sollen, also ihr Optimismus, der sich hier so durchzieht, weil sie begründet das damit, dass Spiele das ja eh schon tun, sonst würden wir sie ja auch nicht spielen, und man eben schneller durch Belohnungen und dadurch, dass man sieht, dass man irgendwas verändert, positiv emotional belohnen soll und das dann eben auch so ein Baustein ist in dieser Verbesserung. Zum Beispiel ihr Spiel, mit dem sie sich angeblich selbst geheilt hat, das eigentlich nur aus solchen positiven Feedback-Sachen besteht. Die Punkte überschneiden sich auch ein bisschen. Der dritte Punkt wäre jetzt zum Beispiel mehr befriedigendere Arbeit, die man dadurch bekommen soll, dass man klare und erreichbare Ziele hat, die lebendige Ergebnisse zeigen. Also nicht so, wie das in der normalen Arbeit ist, dass man nicht weiß, wofür und warum und wo man irgendeine Vorgabe bekommt, die man eh nicht einhalten kann. Das wäre Fix Nummer 3. Nummer 4, eigentlich sehr ähnlich zu dem Punkt vorher, ist, bessere Hoffnungen auf Erfolg zu schaffen. Das heißt, dass die Ziele auch so gewählt sein sollen, dass man sich ausmalen kann, dass man die mal schaffen wird. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt, also es ist insoweit aus einem Spiel, dass ein Spiel immer einfach anfängt zum Beispiel und man weiß, am Anfang komme ich weiter, aber ich werde jetzt nicht irgendwie mir Hoffnung drauf machen, Schachweltmeister zu werden oder Pac-Man bis zum Ende durchzuspielen. Aber die Idee quasi, dass man die Erfolge sehr schnell sieht, das sagt sie quasi, ist das Gute an den Spielen und das soll man auch irgendwie auf die Welt dann übertragen. Punkt 5 bei ihren Verbesserungen ist, soziale Kontakte zu knüpfen, weil in den meisten Spielen spielt man nicht alleine. Okay, mittlerweile kann man irgendwie gegen Computergegner spielen, aber auch in so einem Computerspielmarkt sind es dann gerade so Multiplayer-Spiele, wo Leute auch zusammenspielen, die dann erfolgreich und interessant sind. Ja, das ist eigentlich relativ trivial. Der 6. Punkt ist die Epicness, die überall hinzugefügt werden soll. Hier mal ein bisschen eine ausholende Erklärung. In der Gamersprache, wenn Leute gewinnen, sagen sie, also nicht wenn sie normal gewinnen in einem Spiel, sondern wenn sie auf eine quasi besondere Weise gewinnen, durch einen besonderen Trick oder so in letzter Minute, dass das Spiel irgendwie nochmal ändern, dann sprechen sie von einem Epic Win. Also zumindest in der Computerspielsprache. Es kann auch das Gegenteil geben, den Epic Fail, wo man durch irgendeinen dummen Zufall irgendwie verliert, der dann aber trotzdem irgendwie ziemlich positiv sein kann, weil
das muss man erstmal hinbekommen, so toll zu scheitern quasi. Und der Hintergrund ist quasi, alles in eine schöne, große Erzählung zu verpacken, die das, was man tut, quasi interessant macht. Also Chore Wars, was ich gesagt habe, die WG-Küche irgendwie zu putzen, besteht eigentlich fast nur daraus, dass man eine große Erzählung außenrum baut. Also dass die Leute jetzt halt irgendwie Ritter und Elfen und Orks sind und die Küche putzen und nicht mehr normale Leute. Und das ist quasi diese große Erzählung, die dem Ganzen irgendwie was Wichtiges geben soll. Und es wird am Ende bei den Beispielen, die ich dann auch noch zeige, eigentlich noch viel größer, weil da geht es dann ja darum, die Welt irgendwie zu retten. Und das ist natürlich das Epischste überhaupt. Andererseits ist das natürlich jetzt auch nichts Neues, was irgendwie diese Game Designer oder diese Gamification-Leute erfunden hätten. Auch irgendwie heute gibt es schon, oder seit immer schon, seit es Firmen gibt, gibt es zum Beispiel solche Firmenhymnen, die dann eine Firma als besonders wichtig irgendwie darstellen wollen, wenn man hier bei einem, in Bamberg, beim Bosch irgendwie am Fließband arbeitet, sieht man auch überall so Schilder, wo dann einem erzählt wird, wie wichtig das ist, dass man da jetzt gerade Zündkerzen zusammenbaut, weil ja sonst irgendwie niemand auf der Welt mehr Auto fahren könnte oder so. Das ist quasi auch so eine Art, eine große Erzählung rumzuspinnen, aber hier geht es halt darum, dass die noch ein bisschen fiktiver ist und noch ein bisschen mehr Blabla außenrum. Ihr siebter Fix ist Wholehearted Engagement. Hab's mal übersetzt mit vorbehaltsloser oder vollkommener Beteiligung. Das klingt ein bisschen komisch. Sie meint damit eben, dass man in Spiele, egal welches Spiel es ist, oder zumindest in Spielen, von denen sie sagt, dass das gute Spiele sind, die viele Leute irgendwie halt ansprechen, ganz leicht einsteigen kann. Das ist quasi schon die Erklärung, wie ein Spiel funktioniert, selbst wieder ein Spiel ist und dass man so Schritt für Schritt langsam rangeführt wird und dann auch in dem Spiel wirklich drin ist, weil man einfach nie überfordert ist, nie unterfordert und dass einen eben auch ein Spiel so sich, dass man sich da so verinnerlichen kann in so einem Spiel. Fix Nummer 8 sind bedeutende Belohnungen. Da kommt es jetzt wieder sehr nahe an diese Badges oder Achievements. Da sagt sie Points, Levels, Achievements und dass man quasi für seine beste Anstrengung immer eine Belohnung bekommt, die hier jetzt, ja, inwieweit die bedeutsam ist, kann man sich da auch drüber streiten. Aber sie meint eben, es müsste mehr Belohnung geben. Ihr neunter Punkt, wie die Welt verbessert wird, ist mehr Spaß mit Fremden haben. Womit sie meint, dass gerade solche Online-Game-Communities, ja, das klingt sehr lustig. Auf Englisch klingt das ein bisschen weniger lustig, aber schon immer noch gut. Und sie sagt eben, dass diese Spieler-Communities, gerade die im Internet, völlig aus dem Nichts entstehen, dass sich Leute da einfach treffen, die sich nicht vorher kennen, die an anderen Enden der Welt leben. Und so etwas soll eben befördert werden mit Gamification. Der Fix Nummer 10 sind die Happiness Hacks, die erfunden und in die Welt aufgenommen werden sollen. Sie meint damit wissenschaftlich belegtes Wissen darüber, wie Leute glücklich werden. Und sie führt dann quasi so Statistiken an, dass Leute, die, oder so wissenschaftliche Essays, die es ab und zu mal gibt, dass Leute, die irgendwie mehr tanzen, glücklicher sind als Leute, die weniger tanzen. Also braucht man ein Spiel, das Leute dazu bringt, mehr zu tanzen. Oder auch, dass Leute, die einmal täglich an den Tod denken, wenn sie das in einem positiven Umfeld tun, dann
glücklichere Menschen sind, weil sie nicht mehr so viel Angst vor dem Tod haben. In der Sache hat sie zum Beispiel ein Spiel erfunden, das sich nennt, ich habe den Namen, ich weiß den Namen nicht mehr ganz, aber irgendwie Black Tombstone Blackjack oder so, wo es darum geht, über einen Friedhof zu laufen in der Gruppe und die Sachen, die auf den Grabsteinen stehen, also die Todesdaten und die Namen und so, die werden dann in irgendeinem System umgewandelt, sodass sie quasi für Spielkarten stehen. Also jeder Grabstein ist eine Spielkarte mit einem Wert und mit einer Farbe irgendwie. Und nach dem Ablauf von irgendeiner Zeit muss man dann zwei Grabsteine berühren gleichzeitig. Und wer dann die höchste Punktzahl hat, der hat gewonnen. So ungefähr läuft das. Und so kann man dann quasi laut ihr so eine wissenschaftliche Erkenntnis, wie dass man sich in einem positiven Umfeld mit dem Tod befassen soll, ins echte Leben übernehmen und das in einem Spiel quasi einbauen. So, dann sind wir schon beim 11. Punkt, der Fixes für die kaputte Welt. Das ist auch ziemlich vage. Man soll an einer nachhaltigen Engagement-Economy teilhaben. Nachhaltige Engagement-Economy, da werde ich später nochmal ein bisschen mehr drauf kommen, was ihr damit meint. Es geht hauptsächlich darum, dass die Befriedigung, die man aus Spielen zum Beispiel bekommt, und die Freude, die man irgendwie hat dabei, als eine unendliche Ressource angesehen wird. Und es läuft auch so ein bisschen im Bereich von Crowdsourcing, dass quasi, dass man viele Leute kostenlos natürlich Sachen machen lässt, an denen sie Spaß haben irgendwie und die vorher irgendwie Leute gegen Geld gemacht haben. Zum Beispiel neulich kam irgendwie so ein Film raus mit Nazis, die irgendwie auf dem Mond leben und dann zur Erde kommen, der mit so einem Crowdsourcing-System irgendwie finanziert wurde zum Teil. Also die Leute haben da Geld gegeben. Und Crowdsourcing, Crowdfunding ist das. Ja, das ist Crowdfunding, aber das überschneidet sich. Also es geht immer darum, dass viele Leute irgendwas machen, was vorher wenige gemacht haben. Und Crowdsourcing war in dem Bereich auch, weil nämlich Leute ihre Filmideen denen geschrieben haben und die dann ins Drehbuch verarbeitet haben und Designs von denen übernommen haben und irgendwelche Fotos, die denen geschickt haben, wie sie denken würden, wie das Set toll ausschauen würde, haben die dann alles in den Film bearbeitet. Also die haben nicht nur das Geld genommen, sie haben auch quasi die Arbeitskraft der Leute genommen und die Leute hatten dann eben auch daran Spaß, weil sie halt wahrscheinlich dachten, das wird ein toller Film und ich bin da dabei und so weiter. So. Als 12. fordert sie mehr Epic Wins, was ein bisschen ähnlich ist zu dieser Epicness, nur dass es jetzt nicht mehr nur um die große Erzählung geht, sondern es soll eingerichtet werden, dass man unmögliche Ziele erreichen kann, dass man ein... Ja, das sind Sachen, die macht sie immer an so Simulationsspielen irgendwie fest, wo Leute quasi die Zukunft oder so schon mal spielen. Also in einem Spiel zum Beispiel endet die Welt irgendwie in 30 Jahren und man soll jetzt irgendwie Sachen finden, damit sie doch noch nicht in 30 Jahren für die Menschen unbewohnbar ist. Und am Ende von dem Spiel kam dann wohl raus, dass sie das von 30 auf 90 Jahre irgendwie verlängert haben. Und das ist der Epic Win, den ich quasi hier meint zu sehen, aber sie sagt doch nicht wirklich, wie das dann in einem Spiel eingebaut werden soll, dass das jetzt nicht eine Simulation ist. Für so Klimaziele. Genau, sowas in der Art. Und also so Klima, Armut, das sind so. Aber sie bezieht sich da halt immer auf eine Simulation, also nicht irgendwie auf was Echtes wieder. Also es läuft so auch unter diesem Gamification-Ding, aber das heißt immer, ja, die Ideen, die da rauskamen, die sind jetzt so toll gewesen und brauchen die halt umsetzen. Und dann haben wir unseren Epic Win auch in echt.
Wir nähern uns dem Ende. Punkt Nummer 13 von den Verbesserungen ist 10.000 Stunden Collaboration, durch die man Collaboration Superpowers bekommen soll. Was hier nämlich auch sehr wichtig ist an den Spielen, was gerade jetzt bei Online-Spielen ist, ist, dass da einfach wahnsinnig viele Leute zusammen was machen können, also dass da Tausende von Leuten irgendwie sind oder Millionen, die das gleiche Spiel spielen, zusammenspielen. Und sie möchte jetzt, hat wieder Ähnlichkeit zu diesem Crowdsourcing-Gedanken, diese vielen Leute irgendwie vereinen und die sollen dann halt sehen, was sie alles Tolles machen können, wenn sie zusammen sind. Und das sind dann ihre Collaboration-Superpowers und die müssen quasi befördert werden. Und wenn man jetzt irgendwie 10, sie sagt jetzt, wenn man, das nimmt sie einfach fiktiv, diese Zahl, wenn man jetzt 10.000 Stunden gemeinschaftlich was gemacht hat, dann hat man das auch so drin und dann lässt man das nicht mehr sein. Und Punkt Nummer 14, der jetzt wieder in einem anderen Punkt auch wieder sehr ähnlich ist, sind, dass es Massive Multiplayer Voraussagen gibt, eben diese Spiele, diese Simulationsspiele, die quasi die Zukunft versuchen zu simulieren in einer viel kürzeren Zeit. Also quasi man spielt ein Spiel, das in der Spielzeit irgendwie 30 Jahre geht und spielt halt irgendwie, was weiß ich, jeden Tag ein Jahr und dann hat man das in einem Monat seine Simulation gemacht. Also sie meint, die Realität steckt ja in der Gegenwart und mit Spielen kann man die Zukunft entdecken. Das sind ihre 14 Fixes und das ist auch so ein bisschen, was sie unter Spielen versteht, warum die Spiele interessant sind, warum die für uns interessant sind und auch gleich so ein bisschen mit reingemodelt, wie sie das dann gleich umsetzen will auf echte Sachen. Ja, was natürlich auch bei dieser Weltverbesserungs-Gamification ist, genauso wie bei der Werbung und Personalmanagement-Gamification, wenn man das denn überhaupt so trennen kann, ist natürlich das der manipulative Charakter, dass es darum geht, Leute zu irgendwas zu bringen, was sie so nicht tun würden oder quasi nicht irgendwie dazu zu sorgen, dass die Leute sich jetzt über bestimmte Dinge so wahnsinnig bewusst werden oder sich einfach zusammenschließen, weil sie denken, dass ihnen das irgendwie weiterbringt, sondern dass sie alle immer noch in so ein Spiel reingezogen werden und quasi versucht wird, ihre Bedürfnisse oder auch ihre Emotionen quasi auf so eine spielerische Weise zu steuern, um dann irgendwie auf ein bestimmtes Ziel hinzugehen. Wobei jetzt da nicht irgendwie, ja, viele Sachen, die es halt irgendwie vorschlägt, die sind jetzt auch nicht so großartig. Ja. Natürlich sollen Leute irgendwie Kontakt untereinander haben und sich irgendwie zu Sachen zusammenschließen, warum nicht? Aber sie stellt das eben so dar, als wäre das jetzt eine super Erfindung, die quasi Spiele erfunden haben und die jetzt einfach von den Spielen wieder in die Realität müssen und dann ist alles gefixt. Wenn man es vielleicht so ein bisschen philosophisch betrachten will, aber ich will jetzt nur irgendwie die Schlagworte nennen, geht es bei Gamification auch ein bisschen darum, wenn man es aus so einer Kulturindustrie-Geschichte irgendwie sehen will, um umgekehrte Psychologie, was Adorno irgendwie sagt, umgekehrte Psychologie ist quasi, was der Kapitalismus die ganze Zeit macht und die Kulturindustrie, nämlich nicht die Erkenntnisse aus der Psychologie dazu benutzen, dass wir irgendwie uns selbst bewusster werden und wir die Dinge, die uns irgendwie an unseren eigenen psychischen, nicht Störungen, aber halt Befindlichkeiten irgendwie stören,
durch diese Wissenschaft quasi zu verbessern, sondern die Leute mit Mitteln der Psychologie wieder in eine neue Abhängigkeit zu ziehen und quasi wieder was zu machen, wo sie sich eben dieser ganzen Sachen nicht bewusst sind. Oder eben auch die Kontrollgesellschaft, dass jetzt so eine Kontrolle darüber, was die Leute tun, eben auch bei der Arbeit oder bei der Weltverbesserung meinetwegen, nicht mehr irgendwie von oben kommt oder von außen irgendwie, dass einer sagen muss, hey, du räumst jetzt deinen Müll weg, sondern es ist verinnerlicht und es gibt eben nicht mehr so diese große Autorität, die einen darauf hinweisen muss oder einen dazu zwingen muss, sondern wir zwingen uns dann selbst dazu. In ihrer Weltverbesserungsagenda will sie mit dem ganzen Ding eigentlich auch immer nur so Kleinigkeiten irgendwie verändern. Sie hat jetzt so eine ökonomische oder politische Ebene eigentlich überhaupt nicht drin. Es geht halt irgendwie immer darum, ja, die Leute sollen sich irgendwie ein bisschen besser beteiligen können in der Gemeinschaft und so. Und es braucht irgendwie, wird es genannt, eine Engagement Economy, aber alles, was es schon gibt, das bleibt eigentlich größtenteils unangetastet. Und das Buch, einmal kommt das Wort Kapitalismus vor, was schon irgendwie für ein Buch, das sich irgendwie damit schmückt auf dem Titel, es will irgendwie die Welt verändern, dass das nur einmal quasi überhaupt nennt, in was für einem System wir irgendwie leben. Das ist schon irgendwie, ja, hat mich ein bisschen überrascht. Und sie nennt es auch nicht selbst, es ist nämlich ein Zitat. Und von einem anderen, der auch wieder ein Spiel erfunden hat, das sie ganz toll findet. Das Spiel heißt nämlich Ground Crew. Das ist in einem Kapitel zu dieser Engagement Economy. Und daran kann ich auch gleich mal ein bisschen erklären, was sie denn damit meint. Ground Crew ist ein Spiel, in dem quasi Leute, die mitspielen, Teil von so einer, ja, Service Crew sind. Eine Ground Crew kommt ja aus der Fliegerei quasi. Das sind Leute, die am Boden sind, irgendwie sich um die Piloten und um den ganzen Ablauf kümmern. Und es geht darum, dass Leute, die das Spiel mitspielen, einerseits kleine Bedürfnisse irgendwie posten können ins Internet oder über Handy oder so, wird das dann alles weitergeschickt. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, also sie nimmt das selbst als Beispiel, ich modele das jetzt mal um für mich hier. Sie sagt, ja, ich könnte ja einen Vortrag halten und dann poste ich da in dieses Spielsystem rein, ja, ich bin in der Stadt, halte einen Vortrag und es würde mich sehr freuen, wenn ein paar Leute da sind und dann versuchen, eine Standing Ovation am Ende meines Vortrags zu machen. Der Hintergrund ist, dass das Spiel eine virtuelle Währung quasi eingeführt hat, die sich POSEX nennt, Positive Experience abgekürzt, und womit dann solche Dinge, die solche Kleinigkeiten quasi, die man sich vielleicht gerade mal irgendwie wünscht, belohnt werden. Wenn jetzt quasi, wenn ich so einen Quatsch mitmachen würde und euch sagen würde, hey, ich fände das total super, wenn ihr mir nach dem Vortrag hier eine Standing Ovation bietet, dann würde ich euch hinterher diese virtuelle Währung geben und in eurem Profil würde dann stehen, ihr habt eine Aufgabe gelöst und ihr habt jetzt so und so viele Einheiten dieser Währung und es ist einfach dafür gedacht, solche intrinsischen Belohnungen, die da sind, die Freude, jemandem zu helfen, die Freude, eine anspruchsvolle Aufgabe gemeistert zu haben und die, das klingt auf Deutsch übersetzt besonders lustig, Befriedigung, Punkte anzuhäufen, die auf etwas Echtes und Wunderbares hindeuten. Auf Englisch, the satisfaction of accumulating points that signify something. Real and wonderful. Und dazu soll diese Währung eben dienen in dem Spiel Ground Crew. Der Entwickler dieses Spiels
sagt auch, er hat die Idee aus dem Spiel Die Sims. Die Sims ist ein Spiel, ein Computerspiel, wo man quasi Menschen durch ihr Leben durchmanagt. Also quasi, wenn die jetzt schlafen gehen wollen, muss man auf das Bett klicken, dann gehen die schlafen. Wenn sie essen wollen, dann muss man ihnen sagen, dass sie essen. Oder wenn sie Hunger haben, muss man ihnen sagen, dass sie sich Essen kochen sollen und so weiter. Und sie haben dann irgendwie auch Wünsche, manche, die wahrscheinlich zufällig vom Computer irgendwie generiert sind. Manche wünschen sich dann einen Freund oder eine Freundin, manche wünschen sich einen Job. Und je nachdem, wie gut man da quasi abschneidet, denen ihre Wünsche zu erfüllen und denen ihr Leben zu gestalten, desto mehr Punkte kriegt man. Aber die meisten Leute spielen das nicht wegen den Punkten, die finden das einfach cool, da so einen Charakter irgendwie durch so ein Leben durchzubringen. Und er meint, er hat eben die Inspiration davon, dass es da dann quasi auch so eine Anzeige gibt, wenn man jetzt irgendwas macht, was weiß ich, seinen Sim irgendwie was machen lässt, was ihn glücklich macht, dann erscheint über seinem Kopf plus 100 Happiness. Und mit diesem System von POSX in dem Spiel Ground Crew sagt er eben, will er das jetzt im realen Leben auch haben. Und in dem Kontext von diesem Spiel zitiert sie jetzt diesen Edelmann, heißt er, der eben zu seinem Spiel auch einen Text geschrieben hat, einen kurzen, der heißt Mobile Manifesto, How Mobile Phones Can Replace a Broken Economy. Und ja, sie zitiert ihn wie folgt. While we continue to argue about capitalism and socialism, for the first time a third option is really possible. Right now we have an opportunity to make things more equitable, more sustainable, more intimate, and also more beautiful and fun. When objectives match up better with our deep human desires, life becomes more enjoyable, adventurous and fulfilling. Also, er sagt quasi, es gibt jetzt erstmal eine Alternative zu den beiden Systemen, Kapitalismus und Sozialismus. Und wir hätten jetzt die Möglichkeit, Dinge so auszustatten, so zu machen, dass sie gerechter, nachhaltiger, inniger, schöner und spaßiger sind. Und wenn die Prämien, die wir für Dinge, die wir tun, bekommen, einfach besser darauf abgestimmt sind, was wir brauchen, dann wird unser Leben enjoyable, also genießbarer, abenteuerlicher und erfüllender. Und ja, also um so eine Brücke irgendwie zu schlagen, braucht sie erstmal jetzt irgendwie einen anderen, der quasi sagt, der überhaupt irgendwie mal das Wort Kapitalismus auch in einem dummen Kontext irgendwie in den Mund nimmt. Und sie geht auch überhaupt nicht so groß darauf ein. Es ist jetzt nur, sein Zitat ist jetzt quasi mehr oder weniger wieder ein Beleg dafür, dass Gamification ziemlich toll ist, und sie geht dann weiter damit. In der Spielbeschreibung: The more missions you participate in, the more POSX you receive. But that's just the start of the economy. Someone who enjoys completing your mission can also give you POSX for giving them the chance to let them do something that feels good. It is an incredibly smart, radical idea, and it's derived directly from the economic model of the game industry. People are happy to pay money, buying and subscribing to games, for the opportunity to do hard work that is intensely rewarding. And a truly sustainable economy of real-world engagement should strive to harness this market for better, more rewarding work. Also sie sagt, mit diesem tollen Spiel, mit den POSX-Einheiten, kann es auch so weit gehen, dass die Leute, den Leuten, die die Aufgaben gestellt haben, dann Geld, nicht Geld, sondern diese virtuelle Währung bezahlen, weil sie ja so viel Spaß dabei haben, diese Aufgabe durchzuführen und andere Leute glücklich zu machen. Und es wäre eine wahnsinnig kluge Idee, die letztendlich quasi dieses
Geschäftsmodell der Spieleindustrie sich zunutze macht, um die Welt nachhaltiger zu gestalten. Und das ist quasi so der einzige Punkt in dem ganzen Buch, wo überhaupt mal so das wirtschaftliche System, in dem wir leben, irgendwie zur Sprache kommt. Und wie gesagt, auch nicht durch sie selbst, sondern durch irgendjemand, den sie zitiert. Und der selbst auch irgendwie ziemlich im Blödsinn redet, weil er auch irgendwie überhaupt keinen Begriff hat. Er sagt halt irgendwie so, ja, sein System wäre jetzt irgendwie ein dritter Weg zu Kapitalismus und Sozialismus, wobei er auch überhaupt nicht sagt, was denn jetzt ein Kapitalismus sein soll oder ein Sozialismus. Und es wird halt einfach nur gesagt, ja, das ist halt so dieses schlechte alte Zeug irgendwie. Und nachdem es halt irgendwie auch überhaupt keinen Begriff davon haben, außer dass vielleicht Kapitalismus für sie irgendwie bedeutet, dass es keinen Spaß macht zu arbeiten oder so, ist dann letztendlich eben auch diese gute Gamification auch irgendwie eine Exploitation-Ware, weil sie irgendwie überhaupt nicht checken, dass es bei so einer Ausbeutung im Kapitalismus jetzt irgendwie nicht nur darum geht, ob ich jetzt irgendwie einen netten Chef habe oder einen unfreundlichen oder ob mir die Arbeit Spaß macht oder nicht, sondern dass es eben aus Besitz und Macht herauskommt, dass Leute quasi dazu gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und billiger zu verkaufen, als sie eigentlich ist und so weiter. Gamification zieht bei sowas natürlich bei fast allen Praxisanwendungen, die sie dann irgendwie zeigen, auch gerne auf so kreative Jobs, wo man dann quasi Ideen erntet von den Leuten und weniger darauf, wie jetzt zum Beispiel jetzt in dem Spiel die Leute, die Handys zusammenschrauben, die man für dieses Spiel dann braucht, wie viel Spaß die bei der Arbeit haben und was denn bei denen so los ist. Also darum geht es auch nicht. Es geht darum, quasi so die kreativen Ressourcen hauptsächlich anzugehen und solche Kleinigkeiten irgendwie zu machen. Ein Beispiel für ihre gut gemeinte Exploitation-Ware habe ich auch noch. Das kommt sehr am Ende. Das ist dann quasi so auch das eins der tollsten Beispiele. Nach noch einem, wo ich aber nur ganz kurz drauf eingehen werde. Das heißt Evoke. Und die Idee hinter Evoke war, dass die Probleme, die in Afrika in der sogenannten oder früher sogenannten dritten Welt irgendwie sind, also Hunger, Armut, Krankheit, Menschenrechte oder Missstände an Menschenrechten, gelöst werden sollen. Und zwar ganz fortschrittlich, nicht so im europäischen Kolonialstil, wir kommen jetzt und helfen uns, sondern von den Afrikanern selber gelöst werden. Da natürlich auch wieder mit reinspielt, Afrika ist irgendwie so eine homogene Masse von Kairo bis Südafrika. Aber auf jeden Fall meint es jetzt, die sollen sich selbst helfen und angeblich würden sich auch afrikanische Intellektuelle darüber, sie sagen, dass das größte Problem ist irgendwie, dass die Leute, die bei ihnen von der Uni kommen, überhaupt keinen Praxisbezug haben und das tolle Wissen dann gar nicht so anwenden können in ihren Communities. Und es geht in dem Spiel darum, eine Sache zu nutzen, die genannt wird African Ingenuity, also quasi geniale Erfindungen aus dem Müll, den wir Europäer da immer hinschiffen, und quasi aus einfachen Mitteln. So ein Beispiel ist, aus irgendeinem weggeworfenen Dreck sich ein Windrad zu bauen, damit man dann Strom hat und sein Handy und was weiß ich noch irgendwie zu betreiben. Also gute Lösungen mit einfachen Mitteln zu finden. Und die Leute werden jetzt auch wieder in so eine große Erzählung reingepackt. Sie sind nämlich Stealth Social Innovators und sie agieren im Geheimen. Das ist quasi diese unnötige Hürde, die es gibt. Und sie müssen im Geheimen irgendwelche Erfindungen machen, die ihren Communities vor Ort helfen.
Und was aber auch schon in der Spielbeschreibung drinsteht, ist nicht nur, dass die sich irgendwie selbst helfen, was ja, ist ja nicht schlecht, wenn die das tun würden, sondern steckt auch schon drin, diese ganzen Erfindungen, die sie machen, die sollen, nachdem sie oder während sie sich quasi selbst helfen, auch noch irgendwie die ganze Welt retten, nämlich irgendwie in Tokio die Menschen von der Energie Zufuhr irgendwie unabhängig machen und sonst irgendwas. Also es sollen diese ganzen genialen Ideen, dass man irgendwie aus einfachsten Mitteln irgendwas bauen kann, dann einfach rausexportiert werden. Es geht auch da eben um, wie ich gesagt habe, um so eine Ausbeutung von Ideen. Man benutzt jetzt halt die Leute, die halt irgendwie versuchen, sich da selbst zu helfen und da auch irgendwie das meinetwegen dann eben in einem Spiel mal machen. Mit so einer Gamification-Idee dazu zu bringen, Sachen zu produzieren, die dann den anderen wieder nutzen, weil es wird ja nirgendwo gesagt, wer hätte jetzt bei so einer Erfindung irgendwie das Copyright drauf oder wahrscheinlich wird das dann einfach in einem großen Pool gesammelt und es kommt auch überhaupt nicht die Frage, dass vielleicht irgendwie nicht nur diese Selbsthilfe gut ist, sondern dass da auch zum Beispiel um Krankheiten zu heilen, es schon längst irgendwie die Mittel gäbe, aber die sich halt dann irgendwie keiner mehr leisten kann, die Mittel gegen AIDS, weil die eben von außen schon irgendwie geschützt sind. Sowas kommt da drin gar nicht vor, aber am Ende soll das dann eben auch die große Weltrettung sein. Genauso wie ein ähnliches Spiel, auf das ich vorhin schon eingegangen bin, wo eben es darum geht, dass die Welt jetzt in 30 Jahren irgendwie unbewohnbar sein wird. Und in dem Spiel, das irgendwie, ich glaube, 6 Wochen oder so ging es, wurden die Leute dazu angehalten, Superstructures zu bauen, um sich quasi zu helfen, Ideen zu entwickeln, mit denen sie länger überleben. Und eine Superstructure bauen sie so auf, ist halt einfach quasi so eine interdisziplinäre Sache, wo Leute, die irgendwie denken, ein Spezialwissen von irgendwas zu haben, sich zusammenschließen und dann irgendwelche Dinge erfinden, wie zum Beispiel, wie man Energie bekommt, solche Geschichten und so. Und was in dem Spiel zum Beispiel auch drin war, ist, dass die Leute als wieder so eine Punktebelohnung Survival Points bekommen. Alle starten mit 0 Survival Points und je mehr sie am Ende irgendwie anhäufen, desto besser ist das für sie. Sie sagt zwar, dass diese Survival Points irgendwie jetzt nicht der Erfolgsmesser sind und der Erfolg eigentlich soll sein, wie viel sie gemeinsam irgendwie erreichen daran, diese Zeit, die die Welt noch bewohnbar sein soll, zu verlängern mit ihren Ideen. Aber das ist halt auch, wo sie einfach so wahnsinnig optimistisch und auch naiv ist, wenn so ein System wirklich ja irgendwie mal eingeführt werden würde, wenn irgendwie abzusehen ist, dass an irgendeinem Datum geht es nicht mehr, würden ja solche Survival Points sofort irgendwie rangezogen werden, um Leute irgendwie zu bewerten, wie viel sie jetzt noch abbekommen von dem restlichen Essen oder von der restlichen Energie, die irgendwie da ist. Aber so ein Gedanke kommt in dem ganzen Spiel irgendwie auch gar nicht vor. Und natürlich sind die Leute, die das Spiel erfunden haben, diejenigen, die diese Survival Points dann vergeben und die das nach ihren Ideen quasi machen. Und auch wenn man sich jetzt wahrscheinlich in das Spiel irgendwie eingeklinkt hätte und quasi mal so als Böser mitgespielt hätte, mehr oder weniger, und gesagt hätte, ja, ich gründe jetzt hier eine Superstructure, in der die zu essen bekommen, die die meisten Survival Points haben, hätte man das dann halt irgendwie so ausgehen lassen, dass die dann nicht gerade unter den 4 bedeutenden Beispielen, die sind halt irgendwie aufzählt, irgendwie vorkommt. Und was bei so einem Ding eben auch ist, ist, dass nicht die Grundvoraussetzung, die für so ein Experiment irgendwie sagt, nämlich dass die Leute sich überhaupt frei, ohne jetzt irgendwie noch einen Zwang, großartig im Hintergrund zu haben, außerdem, dass halt irgendwie die Welt aus untergeht und die Ressourcen knapp werden, aber dass sie überhaupt erstmal die Möglichkeit haben, sich zusammenzuschließen und zusammen an irgendwas zu arbeiten, ohne irgendeinen
besonderen Druck, was ja irgendwie ein Spiel ausmacht, dass ich das freiwillig spielen kann, dass ich nicht irgendwie um ein echtes Überleben da drin kämpfen muss. Nicht das fordern sie dann, sondern sie sagt dann, okay, das sind irgendwie tolle Ergebnisse rausgekommen und diese Ergebnisse, die rausgekommen sind, die müssen wir halt irgendwie umsetzen. Und dann haben wir damit die Welt gerettet mit diesem Spiel. Das allerletzte Beispiel, was sie dann bringt, ist das Long Game, in der sie die Vision hat, dass man ein Spiel irgendwie 100 oder vielleicht auch 1000 Jahre lang spielen könnte. Und zwar so, dass man einen eigenen Feiertag einrichtet, an dem die Leute spielen. Das sagt dann noch so dazu, ja, natürlich spielen die freiwillig, aber das ist quasi so ihr Anspruch, dass es einmal so ein wichtiges Spiel geben soll, dass die Leute eben jährlich spielen und die Ergebnisse von diesem Spiel, das dann so lange laufen wird und wo dann alle Menschen auf der ganzen Welt freiwillig natürlich mitmachen werden, das wird dann dermaßen tolle Ergebnisse liefern, dass das damit die Welt dann nachhaltig und was weiß ich was wie und glücklich und gerettet ist. Ja, und das ist eben, was Jay McConigal unter Gamification versteht oder was er damit machen will. Ja, es gab jetzt schon zwischendurch immer viel Gelächter, was ich nicht schlecht finde, weil das heißt, dass diese Wirkmächtigkeit, die sie diesen Ideen irgendwie unterstellt, dann doch nicht mehr so groß sind, wenn sie irgendwie mal so vorgelesen werden. Ich habe ja in meinem Ankündigungstext irgendwie großmundig behauptet, dass ich sagen würde, wie man dann so einer Gamification irgendwie entkommt, wie man nicht mitspielt. Ich will jetzt aber nicht irgendwie einen dummen Ratgeber mit 350 Seiten irgendwie draus machen, sondern vielleicht so ein paar Sachen noch sagen, die dann vielleicht für die Diskussion irgendwie wichtig sein könnten, dass wenn solche Gamification-Systeme, auch solche Marketing- und Personalmanagement-Gamification-Systeme eben durchgesetzt werden, und das läuft vielleicht jetzt noch nicht so, aber wenn mal jemand auf den Trichter kommt, dann wird das natürlich forciert werden, wie man da irgendwie rauskommt. Und eine Sache, denke ich, ist ganz wichtig zu wissen, wie Spiele funktionieren, wie sie eben versuchen, einen zu Sachen zu motivieren, die man vielleicht auch gar nicht machen will. Wenn man gezwungen wird, ein Spiel zu spielen, darum geht es ja letztendlich bei Gamification. Ich kann mir ja nicht aussuchen, ob ich arbeiten gehe oder nicht. Also kann ich mir schon, aber wenn ich nicht arbeiten gehe, dann habe ich da sehr große Nachteile und werde dann vom Jobcenter gezwungen, arbeiten zu gehen für irgendeinen Scheiß. Da muss man natürlich drauf pochen, dass diese Freiwilligkeit in dem Spiel eben auch in der Gamification irgendwie bleibt. Was natürlich relativ, ob das jetzt Aussicht hat oder nicht, weiß ich nicht, eher nicht. Was, falls sowas auf großer Linie irgendwie mal kommen sollte, was abzusehen ist, ist, dass es irgendwelche Kämpfe um arbeitsrechtliche Sachen gibt, weil damit wird ja quasi Arbeitsrecht auch umgangen. Man kann auch sagen, dass heute schon zum Beispiel solche Casting-Shows eine Art Gamification von Arbeit eben sind im Kreativbereich, im Sänger oder was auch immer sie gerade casten sind, wo auch schon ganz wichtige Sachen quasi verloren wurden, wo dann ein deutsches Gericht irgendwie gesagt hat, ja, die Leute wissen ja, dass sie in so eine Show gehen und darum ist das auch okay, wenn sie einen Vertrag bekommen, der selbst für die Musikbranche irgendwie wirklich übel ist und der sie knebelt und ihnen überhaupt nichts mehr lässt von ihrem, der quasi dann wirklich an Zahlen gemessen auch mehr Anteile für diese tolle Management oder diese Casting-Agentur lässt, als das bei einem Künstler, der nicht im Fernsehen gecastet wurde, wäre zum Beispiel. Da haben die Gerichte gesagt, naja, selber schuld. Und natürlich auch so alte Dinge wie die Kollaboration, die jetzt hier auch immer beschworen wird als eine Sache, dass man die dann vielleicht für sich nutzt und über solche Netzwerke dann da irgendwie organisiert.
Und wie ich schon gesagt habe, vielleicht doch irgendwie versucht, in so ein wahnsinnig gezwungen optimistisches Spiel, das irgendwie sagt, ja, auch wenn wir solche Survival-Points haben, wird es nicht dazu führen, dass das irgendwie die Nummer ist, an der die Menschen dann irgendwie gemessen werden. Dass man da auch in solche Simulationsspiele, falls man sich das antun will, da mitzuspielen, auch so vielleicht mal so ein pessimistisches Element reinbringt. Und was auch sehr vernachlässigt ist, ist, denke ich, so eine allgemeine Spielkritik, wie man sie vielleicht heute von der Filmkritik irgendwie kennt. Also viele Sachen, die sich mit Spielen beschäftigen, sind ziemlich so auf dem Niveau von so einer Fernsehzeitung, die dann sagt, ja, hier sind die Spezialeffekte toll, hier gibt es 5 Sterne für Spannung und 3 Sterne für Erotik irgendwie. Und so werden heute Computerspiele zum Beispiel kritisiert, die dann einfach sagen, yeah, super Grafik und super Spielmechanismus und so. Aber dass nicht nachgefragt wird, wie das bei einer Spielkritik zum Beispiel, bei einer Filmkritik zum Beispiel heute manchmal ist, bei einer guten zumindest, was denn da dahinter steht, was für Zeichen, was für Ideologien und warum sind denn solche Spielmechaniken da eingebaut und was wollen die und wem nutzen die und was wird versucht da an Manipulation quasi an die Leute zu bringen, dass sowas einfach auch noch fehlt und dass sowas, wenn Spiele im Rahmen von so einer Gamification wichtig werden, kann auch über sowas irgendwie Wege gefunden werden, das vielleicht besser zu kritisieren. Und damit bin ich am Ende. Ihr habt jetzt ein Achievement für den durchgestandenen Vortrag erhalten und ja, vielen Dank. Ja.